Es ist wieder soweit, Erinnerungen an die Zeit vor 30 Jahren. Eine Zeit, in der der Eiskunstlauf mehr Fans und Zuschauer hatte als der Fußball. Okay, beinahe, aber es war schon ein Phänomen. Ein Zeitungsjournalist erklärte es damals so. Eiskunstlauf ist so telegen und so ästhetisch und so schön sentimental. Und da waren da ja auch Jahr für Jahr die bitteren Enttäuschungen über die Entscheidungen der Preisrichter. Die neuen Juroren standen schon immer im Kreuzfeuer der Kritik. Sie seien nicht objektiv, so der ewige Vorwurf. Was ist dran am schlechten Image der Preisrichter, wollte 1978 Autor Josef Dubeck wissen. Und wie sehen es eigentlich die Beschuldigten? In diesem Sportspiegel stehen mal nicht die Läufer im Mittelpunkt, sondern deren Richter, die neun Geschworenen. Judge number one from the Bundesrepublik Deutschland, Mr. Gerhard Frey. Judge number two from Czechoslovakia, Mr. Oskar Urban. Judge number three from Austria, Mr. Ludwig Gassner. Judge number four from the United States of America, Mrs. Ramona McIntyre. Judge number five from Great Britain, Mrs. Pamela Peet. Judge number six from the DDR, the Deutsche Demokratische Republik, Mrs. Walburga Grimm. Judge number seven from Japan, Mrs. Kanuko Ueno. Judge number eight, Canada, from Canada, Mrs. Dorothy McLeod. Et juge numéro neuf, judge number nine, de la France, from France, Madame Monique Georgelin. München, Anfang März 1974. Bei den Weltmeisterschaften läuft Gerti Schandl die Kür ihres Lebens. Tosender Beifall in der ausverkauften Olympiahalle. Die sensationelle und unerwartete Leistung der 17-jährigen Münchnerin wird von den Zuschauern gebührend honoriert. Sie kostet ihren Triumph aus. Im Vorjahr bei den Weltmeisterschaften in Bratislava, gerade noch 13. geworden, rückt sie nun auf dem heimischen Eis weit nach vorn. Ob es diesmal vielleicht sogar für eine Medaille reicht? Noten für den technischen Wert. Das Münchner Publikum reagiert so, wie wir es beim Eiskunstlauf seit Jahren gewöhnt sind. Eine kontrastvolle akustische Kulisse zu einer Sportart, die sich vorwiegend ästhetisch ausdrückt. Und trotzdem verständlich. Im Eiskunstlauf gibt es keinen gleichzeitigen Kampf gegeneinander, sondern nur die Präsentation nacheinander. Und diese Form bietet dem Zuschauer kein anderes Ventil für Aggressionen als den Ärger über die Preisrichter. Sie sind die einzige Zielscheibe für Kritik und Spott. Und außerdem, oft genug lenken sie den Zorn zurecht auf sich. Vier Jahre danach bummelt die viermalige deutsche Meisterin am Strand von Scheveningen. Aber ohne höheren Medaillenruhm ist Eiskunstlauf nur bedingt zu vermarkten. Und so tingelt sie mit einer neu gegründeten amerikanischen Revue durch Europa. In der namenlosen Gruppe der Hollywood on Ice ist sie der Star. Aber sie hat sich doch eine andere Karriere erhofft, ist immer noch verbittert. Ich glaube, dass 10 Jahre Eiskunstlauf genügen. Und es irgendwann, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann denkt man einfach auch zu viel nach, was da alles Schlechtes passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unverantwortlich, was man mit Kindern oder Jugendlichen da macht.
Die trainieren sehr hart und werden dann im entscheidenden Moment einfach verschaukelt von den lieben Preisrichtern. Ja, haben Sie da persönliches Beispiel dafür? Ich meine, mir ist es, ich glaube, die ganze internationale Zeit so gegangen, dass ich in der Pflicht nach hinten transportiert worden bin und dann eben unwahrscheinliche Schwierigkeiten gehabt habe, mit der Kür aufzuholen. Und die Nerven wurden so beansprucht. Und es gibt dann Nationenwertungen. Und das ist einfach, ich weiß es nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es halt nicht richtig. Können Sie sich irgendeine bessere Lösung der Bewertung beim Eiskunstlauf vorstellen? Ich glaube, dass es keine bessere gibt, weil es ist einfach individuell der Ausdruck. Das kann nicht gemessen werden. Wir brauchen die Preisrichter. Nur eben, sie sind halt nicht objektiv. Gar nicht objektiv? Oder Nein. Können die es nicht sein? Oder wollen die es nicht sein? Ich glaube, sie wollen es teilweise auch gar nicht, weil ich meine, es ist so, wenn sie international zu einer Meisterschaft gehen, dann wird den Preisrichtern alles bezahlt vom Verband und sie müssen werten, was der Verband will. Da sitzen sie, die großen Manipulatoren, die über Schicksale entscheiden. Wer sind sie? Bösewichte, eingebildete Wichtigtuer, Sadisten, verhinderte Eisprinzen? Mancher sagt unverhohlen, dass Geltungsbedürfnis und fehlende Erfolgserlebnisse einen am ehesten auf die Schiedsrichterbahn bringen. Stimmt es? Oder umgekehrt gefragt. Sind sie eher masochistisch veranlagt? Finden sie in der Rolle des Buhmanns ihre Befriedigung? Warum lassen Sie sich auspfeifen, beschimpfen, diffamieren und disqualifizieren? Was ist Ihre Motivation? Ich würde sagen, die Motivation bei mir war eigentlich, muss ich ganz ehrlich sein, das waren die schönen weiten Reisen. Das war von Anfang an das, ich bin jemand, der sehr gern reist und sehr gern andere Länder erforscht und mit anderen Leuten spricht. Und ich dachte mir, auf die Weise bleibst du dem Eiskunstlauf verbunden. Du hast mit jungen Leuten zu tun, kann sehr gut mit jungen Leuten umgehen, verstehe sehr gut junge Leute und hatte eben die Möglichkeit, dadurch die ganze Welt zu sehen. Und da muss man sich dann eben auch mal beschimpfen lassen dafür. Ich habe nur Spaß an dem Sport, habe sehr viel Interesse an seiner Technik, an seinen Ausdrucksmöglichkeiten. Und dass ich Preisrichter bin, ergibt sich zwangsläufig einfach aus der Situation. Ich bin nicht nur Preisrichter, ich bin auch in Anführungszeichen Funktionär, ich arbeite im Verein mit, es gehört alles zusammen. Aber bleiben wir bei dem Preisgericht, weil das ist das, was uns interessiert. Sie müssen ab und zu Beschimpfungen über sich ergehen lassen, werden ausgepfiffen, Sie sind sogar gesperrt worden. Wie verkraften Sie das alles? Also Erfolgserlebnis kann man da ja kaum haben. Kein Problem im Grunde. Gesperrt worden, das kann passieren. Ich konnte im Jahr, als Beispiel nur, ich konnte im Jahr danach sogar nachweisen, dass ich so Unrecht nicht hatte, denn 90% der Resultate, die damals beanstandet wurden, die sind dann im Jahr darauf sogar eingetroffen, so wie ich sie zuvor gewertet hatte, aber das kann also jedem mal passieren. Im Grunde soll man sich so wichtig nicht nehmen, wenn man Spaß an etwas hat, dann soll man dabei bleiben und ich habe also noch keinen Anlass gesehen, mich da irgendwie beeindrucken zu lassen. Gerhard Frey lebt wahrlich für Eiskunstlauf. Seine Eltern, mit denen er zusammen wohnt, haben sich über unseren Besuch aufrichtig gefreut. Denn dadurch ergab sich die einmalige Gelegenheit, im trauten Familienkreise die Kaffeekuchenrunde in kompletter Besatzung abzuhalten. Sonst ist der Spross selten zu Hause. Er arbeitet als Ingenieur in Mannheim und nach Dienstschluss fährt er meistens direkt in die Halle. Im Sommer Rollschuh, im Winter Eiskunstlauf. Die Wochenenden gehen drauf, der Urlaub auch komplett. Als Preisrichter wird man nicht freigestellt. Ein zeitraubendes Hobby.
Die unverfälscht bayerische Atmosphäre des Viktualienmarktes ist Lebenselixier für Erika Schichtl. Sie ist wohlsituierte Hausfrau und Preisrichterin aus Leidenschaft. Für sie ist die Eiskunstlauf-Clique eine verschworene Gemeinschaft der Gleichgesinnten, eine große Familie, die sich zu festlichen Anlässen trifft. Ihre Laufbahn ist symptomatisch für ihre Preisrichterkollegen. Wie sie sind auch die meisten ehemalige Läufer, die das Flair der bläulich schimmernden Eisfläche nicht missen können und wollen. Und dann war der damalige Präsident der Deutschen Eislauf-Union, das war Herr Rudi Marx, und der hat mich eigentlich dann dazu animiert, Preisrichterin zu werden. Er hat gesagt, warum sollst du das nicht auch machen, warum soll das eine Frau nicht auch können? Es gibt da eigentlich viel mehr Mädchen, die Eiskunstlauf betreiben, als Männer. Und versuch das mal. Und Sie waren die erste Frau? Und dann war ich die erste Frau hier in Deutschland, die eben als Preisrichterin gewertet hat. Und mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich war eigentlich, was eine gute Voraussetzung ist für einen Preisrichter, ich war sehr wenig nervös. Konnte mich also wirklich hinsetzen und mit Ruhe diese Programme anschauen. Und es hat eigentlich dann recht gut funktioniert, würde ich sagen, die Werterei. Hatte also wenig Fehlwertungen. Und dadurch das Glück, auch 1964 gleich also bei der Olympiade eingesetzt zu sein, hatte ich damals Paarlauf gewertet. Das war eine ganz tolle Sache. Da sind nämlich Kilos Bäumler gegen Brotter Popps gestartet. Und es war natürlich für einen jungen Preisrichter schon eine schwierige Aufgabe, da richtig zu handeln. Ja, aber ich war also immerhin so fair zu der Zeit, dass ich den beiden Paaren nur verdrehte Noten gegeben habe. Das heißt, ich habe meinem Paar für den technischen Wert eine 5,9 gegeben und eine 5,8 und den Russen eine 5,8, 5,9, weil die Russen mir ehrlich gesagt im künstlerischen Eindruck viel besser gefallen haben. Das bedeutet aber damals zu der Zeit, zählte die erste Note als führend. Und so habe ich, muss sagen, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, dass das so rausgegangen ist. Ich hatte meine auf den ersten Platz und habe aber eigentlich das Programm der Russen doch mindestens gleichwertig bewertet. Sie hat die Protopopovs abgelöst und auf dem Bildschirm die Cartwrights überlebt. Irina Rodnina, der unbestrittene Star, 10-mal hintereinander die Beste im Paarlauf. Es war lange fraglich, ob sie zu den Europameisterschaften nach Straßburg kommen würde. Die Russen drohten mit Boykott, denn die Internationale Eiskunstlauf-Union hatte alle sowjetischen Preisrichter wegen wiederholter national gefärbter Wertungen für ein Jahr gesperrt. Europameisterschaften in Straßburg fehlte die Hammer- und Sichelfahne letztlich doch nicht. Und Irina Rodnina konnte ihre Überlegenheit auch ohne Hilfe der eigenen Preisrichter demonstrieren. Als Beigabe legte die sowjetische Delegation eine Dokumentation vor, in der sie die Noten aller Preisrichter in den letzten 3 Jahren auswertete. Danach wurden 55% national gefärbt und nur 38% der Noten entsprachen den tatsächlichen Platzierungen. Vorwürfe der absichtlichen Manipulation sind so alt wie die Geschichte des Eiskunstlaufs. Der Österreicher Karl Schäfer war die dominierende Eislaufpersönlichkeit Anfang der 30er Jahre. Doch 1931 wurde er bei den Weltmeisterschaften in Stripske Plesso von dem Tschechen Josef Silva sensationell besiegt. Es stellte sich aber heraus, dass ein Preisrichter unter falschem Namen mitgewirkt hatte, um Silva zum Sieg zu verhelfen. Die Meisterschaft wurde in Berlin wiederholt, Schäfer gewann, Silva aber belegte nur den vorletzten, den 12. Platz. So spektakulär geht es heute nicht zu. Aber gute Noten für die Landsleute sind immer noch Selbstverständlichkeit. Ich bin
ich habe jetzt das erste Mal international gewertet bei einer Profi-Weltmeisterschaft. Und es lag in meinem Bereich, die österreichische Läuferin auf den dritten oder auf den vierten Platz zu geben. Sie war also eine Klasse-Läuferin und die vierte war eine Spanierin. Die Meisterschaft hat sich in Spanien abgespielt und ich habe also riskiert, gebe ich die Spanierin auf den dritten Platz, dann werde ich wieder eingeladen nach Spanien. Gebe ich meine auf den dritten Platz, dann muss ich natürlich also als Österreicherin, also schon zur Österreicherin halten. Also ich habe meinen Spanien-Urlaub riskiert und die Österreicherin wurde Dritte. Und ich finde es auch völlig richtig so und es spielt sich dann im Grunde genommen so ab, dass der eigene Preisrichter nicht entscheidend ist. Ich würde im Großen und Ganzen sagen, dass Preisrichter nicht objektiv sein können, auch wenn sie es wirklich ganz ernsthaft versuchen. Nur die gute Absicht bei den anderen kann eine gewisse Richtlinie geben und ich glaube, dass das ganze System wirklich nicht zu ungerecht ist, wenn ich mich auch gerade bei diesen Meisterschaften auch sehr, sehr oft geärgert habe und gesagt habe, was machen Sie da für einen Kampf zusammen? Das ist unglaublich, ich möchte es am liebsten reinlaufen und Sie zwicken, dass Sie so werten. Also es kommt schon auf den einzelnen Preisrichter an. Es gibt Preisrichter, die sehen grundsätzlich ihre Läufer immer gut. Die sehen es einfach gut und wenn der Läufer an dem Tag wirklich schlecht ist, der Preisrichter sieht seinen Läufer besser. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin von meinen eigenen Läufern immer enttäuscht. Der läuft und ich denke mir, du kannst es doch viel besser. Und bei mir ist das Problem, dass ich meinen Läufer leichter unterbewerte als überbewerte. Wie können Sie objektiv urteilen, wenn Sie beide, die Kommentatorin Ingrid Wendel und die Preisrichterin Erika Schichtel, von Ihren Läufern sprechen? Sich mit ihnen identifizieren, zweifellos unbewusst. Live und elektronisch versorgt, identifiziert sich auch das Fernsehpublikum mit seinen Läufern. Dieser telegene Sportart steht in der Gunst der Fernsehzuschauer ganz oben. Nicht einmal Fußball kann in Deutschland auf höhere Einschaltquoten verweisen. Und jeder wähnt sich als Experte, obwohl das Reglement für die meisten undurchsichtig bleibt. Denn via Bildschirm wird nur die Glitzerwelt der Kühe geboten. Und die macht gerade die Hälfte der Gesamtnote aus. Trotzdem, und Wetten werden angenommen, auch in der kommenden Saison wird das bundesweite Fernsehgericht vor den Heimkinos in Aktion treten und Preisrichter verurteilen. Ex-Weltmeister Alain Calmat. Nach seiner dreijährigen Sperre darf er wieder preisrichtern. Pflicht für ihn und die Läuferin. Eine eher trist anmutende Angelegenheit. Sie findet üblicherweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Als Zuschauer versammeln sich die Verwandten, die Konkurrenten und natürlich die pflichtbewussten Preisrichter. Für die einen ist sie das eiserne Muss, das erst Voraussetzungen für den schöpferischen und gelegentlich sogar kunstgebierenden Eislauf schafft. Für die anderen wirklich nur eine lästige Pflicht, die heutzutage auf den Müll gehört. Wie auch immer, diese Pflicht repräsentiert 30% des Gesamtergebnisses und hat als die erste Disziplin im Programm noch eine zusätzliche, mitentscheidende Bedeutung. Der Läufer, der wie Gerti Schandl in der Pflicht nach hinten transportiert wurde, hat seine Chance in der Regel vertan. Denn die Startreihenfolge für das Kurzprogramm ergibt sich aus der Platzierung nach der Pflicht. Zuerst laufen die Schwächeren. Je später man aber startet, desto geneigter sind bekanntlich die Preisrichter, höhere Noten zu ziehen. In der Pflicht stehen sie vor einer relativ leichten Aufgabe. Die Figuren sind vorgeschrieben. Der Preisrichter ist auf die Darbietung vorbereitet. Er weiß genau, was ihn erwartet und hat Zeit, die auftretenden Fehler nachzuprüfen. Die Möglichkeit, objektiv zu werden, ist in der Pflicht am höchsten gegeben. Das Kurzprogramm 1975 eingeführt, um das Übergewicht der Pflicht abzubauen, kommentiert Erika Schichtel. Karin springt die Sitzbierette ein, dreht etwas langsam und zu kurz. Ja. Die einzelnen Elemente für das Kurzprogramm sind vorgeschrieben, die Punkteabzüge festgelegt. Auch hier scheint die Bewertung unproblematisch. Ansatz zum Doppelachsel. Er gelingt nicht sehr gut. Die Missbirette ist gut und lang gedreht. Musik
gut gelungen. Serpentinen Schrittfolge. Etwas langsam. Anlauf zur Sprungkombination. Triple Toe Loop. Gut gelungen. Kombinationspirouette. Ist gut und lang. 20% des Gesamtergebnisses macht die Pflichtkür aus. Erika Schichtel bewertet das Programm von Karin Riediger im Einklang mit dem Preisgericht. Das sei vorweggenommen. Das Programm war alles in allem gut gelungen. Sie hat die Triple-Kombination gut gesprungen. Doppelachsel war etwas zu langsam. Sitzpirette war zu kurz. Ich würde also einen Abzug von insgesamt 2/10 machen. Bei einer Standardnote von 5,4, 5,3 wird eine Note von ungefähr 5,2, 5,1, 5,0 der Läuferin gerecht sein. Ja, ich glaube, man kann schon wahrnehmen, also zwischen Doppel- und Dreifachsprung. Manchmal ein bisschen schwieriger, zum Beispiel hier ist es mir passiert bei dieser Meisterschaft, dass ich angenommen habe, dass Kowaljew, der Sowjetrusse, beim Kurzprogramm eine Dreifachkombination machen wird. Und ich sehe, er geht in diesen Doppelsalchow oder dreifachen Salchow sehr rund hinein. Ich habe mir noch gedacht, wenn der denn jetzt dreifach steht, dann ist er ein Supermeister und er hat ihn auch nur doppelt gemacht. Aber ich habe so fest angenommen, wenn er gewinnen will, muss er dreifach springen, dass ich selbst, also als Ex-Läuferin, gezweifelt habe. Und es wird manchen Preisrichtern natürlich noch ein bisschen Ärger gehen, weil sie ja schon älter sind und vielleicht diese ganz kleinen Finessen vom rund reingehen oder ein bisschen einen härteren, einen gespannteren Absprung machen, nicht mehr haben, weil sie es nicht mehr so fühlen, weil sie schon älter sind. Die Preisrichter sind die aufmerksamsten Beobachter beim Training. Schon hier informieren sie sich, mit welchen Leistungen im Wettkampf gerechnet werden kann. Das amerikanische Strafrecht verlangt von den Geschworenen, die Urteilsfindung nur im Gerichtssaal zu suchen. Unsere Geschworenen praktizieren das genaue Gegenteil. Damit sie sich nicht ad hoc auf Unverhofftes einstellen müssen, nehmen sie vorgefertigte Meinung in Kauf und pendeln sich schon vor dem Wettkampf auf eine ungefähre Platzierungsreihenfolge ein. Im Grunde genommen haben sie keine andere Wahl. Denn der Mensch mit seinem Konzentrationsvermögen, seinen Wahrnehmungsfähigkeiten, wird überfordert. Es kann Ihnen durchaus passieren, dass Sie bei internationalen Meisterschaften vielleicht 4-5 Stunden in der Pflicht auf dem Eis stehen mit 20 Minuten Pause. Und am selben Abend stehen Sie noch, da sitzen Sie noch einmal 4 Stunden, um die Kür zu bewerten. Das ist also, wenn Sie die Konzentration über diese volle Zeit behalten wollen, ein ganz erheblicher Stress. Das ist also außer Zweifel. Und Nervosität Ihrerseits ist auch im Spiel? Nervosität heute bei mir nicht mehr. Aber junge Preisrichter haben sie mit Sicherheit. Und wenn es ein schwieriger Wettbewerb ist, natürlich, dann prickelt es auch bei einem, der gewisse Erfahrung mitbringt. Sie müssen sich vielleicht eins vergegenwärtigen. Preisrichter sind früher mal Läufer gewesen. Als Läufer waren sie nervös. Dann hat man ihnen auch Fehler verziehen, die sie auf dem Eis bei ihrer Kür gemacht haben. Und später kommen sie irgendwann in ihrer Laufbahn dazu, als Preisrichter selbst an der Bande zu sitzen, bewerten zu müssen. Und da sind die Leute noch die gleichen im Innern. Da sind sie auch nervös. Sie sind ja nicht gewöhnt, wie Politiker oder Schauspieler vor großem Publikum, vor Fernsehkameras aufzutreten. Aber in der Situation stehen sie jetzt plötzlich vor 5.000 oder vor 10.000 Menschen. Und dann sollte man ihnen auch verzeihen, wenn ihnen da mal ein Fehler passiert, vielleicht nach 8 Stunden angestrengtester Arbeit. Und dann sitzen ja 9 am Platz. Und wenn einer eine Fehlwertung sich leistet, ist dadurch das Resultat noch lange nicht verfälscht. Die Paarlaufkonkurrenz in Straßburg beginnt.
Die um die Aufpolierung ihres schlechten Images bemühten Preisrichter legen seit diesem Jahr nach dem ersten Läufer die Notenebene fest. Denn wenn die Noten stark auseinanderlaufen, wird gepfiffen. Und wer niedrig wertet, zieht den Groll des Publikums auf sich. Was ist die höchste 4,7 bei A bis 4,5? 4,7. Ja. Und 4,5. Ja. Hier ist der 5, ja? 4,5 ist der niedrigste. Ja. Und hier? Hier ist 4,7. Die Höhe der Noten spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Es ist lediglich ein Hilfsmittel zur Ermittlung der Reihenfolge für einen Preisrichter. Das Reglement ist so kompliziert, so undurchsichtig. Wie soll es ein Laie jemals verstehen? Werden schon deswegen die Preisrichter in ihren Entscheidungen nicht angezweifelt? Ich habe die Preisrichter 7 Jahre genossen, wenn man so sagen darf. Und ich habe sie damals als Amateur also nicht angezweifelt. Ich habe mir manchmal gedacht, der eine oder andere hätten mir mehr geben können, aber ich war absolut zufrieden mit ihrer Einstellung als Patriot und als Preisrichter für seinen Läufer. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn man einmal bei einer Meisterschaft benachteiligt worden ist, dann wird man bei der nächsten Meisterschaft dafür entschädigt. Das ist ein altes Prinzip. Der Preisrichter hat sich geirrt, er kommt drauf, dass er eigentlich mehr hätte geben sollen und beim nächsten Mal macht er es gut. Daher sind also auch meistens die Läufer nicht auf Anhieb eben Meister, sondern 2 Jahre später manchmal vielleicht 5 Jahre oder 6 Jahre später zum Beispiel, und wenn wir an den John Curry denken, der hat also warten können und hat dann gewonnen. Und wenn man dann einmal Meister ist, dann hat man sozusagen die guten Punkte gepachtet und man wird auch nicht verlassen gleich bei der ersten schlechten Leistung. Also als Amateur war ich einverstanden, da bin ich Kommentatorin geworden und habe immer wieder von der Presse gehört, Preisrichter sind das Letzte und das kann man überhaupt nicht mehr als Sport bezeichnen, dieses Kunstlaufen, weil ohnehin nur geschoben wird. Jetzt habe ich mir den Spaß gemacht und habe mitgeschrieben bei den Bewerben, wo ich nicht kommentiert habe, aber mal selbst, also ganz objektiv, mit den besten Absichten, also ganz haargenau, alles selbst machen wollen. Und da ist mir Folgendes passiert. Es gibt zum Beispiel 21 Läufer bei den Damen. Jede Läuferin macht circa in etwa 20 Sprünge. Ich wusste bei der 11. Läuferin vom 7. Sprung nicht, hat die 3. Läuferin den 11. Sprung genauso gut gemacht, das war dann der gleiche Sprung, oder nicht? Also man sieht, die Preisrichter haben schon große Schwierigkeiten. Die Geschwindigkeit des Ablaufs, die informationsreiche Vorlage der Kür, die Beeinflussbarkeit des Einzelnen durch Musik, Farben, persönliche Ausstrahlung, die eigene Programmierung verursachen eine totale Reizüberflutung. Die Sportwissenschaft hat es längst erkannt. Ohne Superzeitlupen und Computer sind Bewegungsabläufe beim Eiskunstlauf gar nicht auszuwerten. Die Preisrichter sollen es aber mit bloßen Augen können in der A-Note. Wahrscheinlich, um das Ganze noch komplizierter zu gestalten, fordert das Reglement in der B-Note die Subjektivität der Bewertung. Mir ist sehr viel wert, wenn ein Eisläufer sich den Kopf zerbricht über seine Musik, über die Zusammenstellung der Musik. Ich muss das Gefühl haben, die Musik, die passt zu dem Läufer, speziell zu diesem Eisläufer.
dann bin ich sehr, das gehört auch zur zweiten Ode, zur B-Ode. Mir gefällt sehr gut, wenn, speziell bei Eisläuferinnen, wenn sie eine graziöse Haltung hat. Schöne Kopfhaltung, schöne elegante Armhaltung. Das ist also ein Kriterium auch, auf das ich persönlich sehr viel Wert lege. Aber wir sind, Sie wissen, 9 Preisrichter und jeder Mensch hat wieder ein anderes inneres Empfinden. Und es kann sein, eine Frau vielleicht interessiert sich mehr, wie die Musik ist, wie die Haltung ist. Ein Mann ist es vielleicht wichtiger, wie hoch der Läufer springt. Und da gibt es eben Wertungsverschiedenheiten. So wie wir eben 9 verschiedene Preisrichter haben. Und damit sind Sie einverstanden? Das können Sie völlig in Ordnung. Das finde ich ja völlig so in Ordnung. So ist der Mensch. Es ist ja nicht jeder Mensch gleich. Und wenn ich nur einen Preisrichter habe, das gibt es nicht, dann müsste also ein Roboter sein. Und deshalb mache ich so viel wie möglich. Das ist in dem Fall 9 Stück. Und dann kommt die Mittelnote. Das ist dann die richtige Meinung. Die kanadische Hauptstadt Ottawa, Austragungsort der letzten Weltmeisterschaften. Auch sie fanden ohne die gesperrten sowjetischen Preisrichter statt. Diesmal haben die Aktiven aus der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten die fehlende Rückendeckung gespürt. 9 Preisrichter können angeblich Verschiedenes ausgleichen, aber nicht immer. Überspitzt gesagt ist in Ottawa ein Mann Weltmeister geworden, der seinen Titel wahrscheinlich der Disqualifikation der Russen zu verdanken hat. Charles Tickner heißt der junge Amerikaner, der mit dieser Kür die außergewöhnlich spannende und ausgeglichene Männerkonkurrenz gewann. Mit der erlaubten journalistischen Übertreibung zur Verdeutlichung könnte man anhand des Wertungsprotokolles von einem Zufallssieger sprechen. Ohne Übertreibung darf allerdings festgestellt werden, dass die 9 Geschworenen nach der abschließenden Computerrechnung selber am meisten überrascht waren, wen sie zum Weltmeister gekürt hatten. Obwohl Charles Tickner den Titel zweifellos genauso verdiente, wie Jan Hoffmann oder Robert Cousins ihn verdient hätten. Alles war möglich. Wie der noch nichts ahnende Sieger zu der Ehre kam, das ist ein Paradebeispiel für die Kompliziertheit des Reglements. Im Eiskunstlauf entscheidet nämlich nicht die angesammelte Punktzahl, sondern die Majorität der Bestplatzierungen. In Ottawa war es so. Jan Hoffmann wurde 4-mal auf Platz 1 gesetzt, Robert Cousins 3-mal, Charles Tickner 2-mal. Zum Sieg braucht man aber die Majorität, also mindestens 5 erste Plätze von 9 möglichen. Da Hoffmann nur 4 hatte, müssten über den Weltmeister die Platzierungen auf Platz 2 entscheiden. Da hatte Charles Tickner 6 zu seinen beiden Erstplatzierungen. Jan Hoffmann 1 zu 4 ersten Plätzen und Robert Cousins ebenfalls 1 zu 3 Erstplatzierungen. So wurde nicht Jan Hoffmann, sondern der Amerikaner Weltmeister, obwohl ihm diese Würde, der erste Platz, nur von 2 Preisrichtern verliehen wurde. Auffallend ist außerdem Folgendes. Nur die Französin hatte die endgültige Reihenfolge richtig notiert. Und was nicht überrascht, alle 3 Preisrichter aus den beteiligten Ländern haben ihren Läufer als Weltmeister gesehen.
Der Wettbewerb hätte bei gleichen Leistungen aller mit einem einzigen anderen Preisrichter völlig anders ausgehen können. Wären die Sowjets nicht gesperrt, hätte ein Russe einen anderen Preisrichter abgelöst, vielleicht den Kanadier. Mit seiner Wertung hätte dann Jan Hoffmann wahrscheinlich die verlangten 5 ersten Plätze erreicht. Und er wäre statt Zweiter Weltmeister geworden. Hätte aber beispielsweise statt eines DDR-Preisrichters, sagen wir mal, ein Finne mitbewertet, müsste er bloß die Wertung des deutschen Gerhard Frey übernehmen. Jan Hoffmann hätte dann nur 4 zweite Plätze erreicht. Bäumchen, wechsle dich. Statt Weltmeister zu werden, wäre er dann auch von Robin Cassins nach hinten verdrängt worden. Das greifbare Gold wäre auch als Bronze denkbar. So weitreichend sind die Entscheidungen, die sie treffen. Wem kann man schon mit ruhigem Gewissen Patriotismus vorwerfen? Vielleicht müsste die Eiskunstlauf-Union das System der Qualifikation der Preisrichter für internationale Wettbewerbe ändern. Denn von der Platzierung der Landsleute hängt es ab, wie viele Punktrichter im nächsten Jahr das jeweilige Land schicken kann. Und das ist sicherlich ein unbewusster Anreiz für nationale Wertungen. Trotzdem sind die Experten überzeugt, dass das bestehende System die gerechteste, wenn auch nicht objektivste Art der Bewertung darstellt. Versuche mit Computern haben nichts gebracht. Auch die werden von Menschen gefüttert. Nur von einem Menschen. Ich finde gerade, dass der Eiskunstlaufsport eine so schöne Mischung und reizvolle Mischung zwischen künstlerischem Ausdruck und sportlichem Können, also Technik, Artistik ist. Und ich glaube, diesen Spielraum, diesen Flair sollte man mit einer Maschine, mit einem Computer, der also alles messen und feststellen kann, eigentlich nicht zu Leibe rücken. Und es sollte die menschliche Unzulänglichkeit der Preisrichter in diesem ganzen Spiel erhalten bleiben. Die englische Preisrichterin Mary Groombridge aus Osterley beobachtet und bewertet das Kurzprogramm ihres Landsmanns Robin Cassins. Hier hat das Straßburger Programm ihrer beiden Läufer, Cassins und Bestwick, zweifellos gefallen. Nur die Internationale Eiskunstlauf-Union sah sich gezwungen, Mary Groombridge für 2 Jahre zu sperren. Das Übliche. National gefärbte Wertung. Es gibt überall clevere Leute im Berufsleben und auch unter den Preisrichtern. Und das ist auch eine gewisse Routine-Sache. Und wie läuft das bei den Preisrichtern ab, wenn sie also versuchen schon ein bisschen ihre Leute vielleicht ins Vorderfeld zu bringen, ohne dass es ja direkt unangenehm auffällt? Es kommt immer darauf an, wie grob der Preisrichter das macht. Es nützt meinem Läufer gar nichts, wenn der Fünfter ist und ich gebe ihm den ersten Platz. Da fällt mein erster Platz raus bei unserer Majoritätsberechnung. Da stehe ich als Preisrichter nur ganz dumm da und habe meinem Läufer gar nicht geholfen. Aber wenn ich meinem Läufer, wenn der Fünfter wird und ich gebe ihm einen dritten Platz, wenn ich überzeugt bin, dass der Läufer einfach einen dritten Platz verdienen würde, was ja manchmal möglich ist, dann kann sein, dass das für meinen Läufer eine Hilfe ist in der Endabrechnung. Und das ist aber dann doch nicht so übertrieben. Bitte die Wertung für Karin Riediger. Sie hat den Durchbruch geschafft. Karin Riediger, Dritte bei den Deutschen Meisterschaften 1978. Zum ersten Mal in ihrer Karriere ziehen die Preisrichter aus ihren Kästchen so hohe Noten. Hat die Mutti diesmal zugeguckt? Ah.
Er hat die höchste Stufe erreicht. Charles Dignam, der seinen unerwarteten Triumph anscheinend noch nicht ganz begreifen kann. Ein Weltmeister im Eisgunstlaufen, wie die Spötter und motorischen Nörgler abfällig sagen. On Lucian Glass in the second place from the Deutsche Demokratische Republik, Jan Hoffmann. Er war der Leidtragende. Seit 1974 sperrte die Internationale Eiskunstlauf-Union insgesamt 27 Preisrichter. Die Disqualifikation der Russen in diesem Jahr kostete ihn höchstwahrscheinlich den begehrten Titel. And in third place, on troisième place, the Grand Bretagne from Great Britain, Robin. Und er, der beste Kürläufer der Welt, wird schon in Ottawa als der kommende Weltmeister gefeiert. Mit diesem Erfolg haben sich für alle drei die investierte Zeit und die Kosten bezahlt gemacht. Aber Eiskunstlauf wird eine Zirkuswelt ohne Netz und doppelten Boden bleiben. Es gibt keine Garantie für den Erfolg. Und sportlicher Erfolg ist bekanntlich ein gutes Mittel zum sozialen Aufstieg. So wird ein Zehntelpunkt von einem Preisrichter letzten Endes immer darüber entscheiden, ob ein Eisamateur später in seiner Vertragsgage 4 oder 6 Zahlen vor dem Komma vorfindet. Sie, die gar nicht objektiv werden können und nach dem Reglement eigentlich auch nicht sollen, sie werden uns erhalten bleiben. Denn ohne sie ist Eiskunstlauf als Sport undenkbar. Sie werden auch in dieser Saison Kopfschütteln verursachen und Pfiffe auf sich lenken. Und die Eishallen werden nach wie vor eine Bühne für das Wechselspiel der menschlichen Unzulänglichkeiten bleiben. Denn Fehlurteile werden vorkommen, solange Menschen richten. Und die beim Eiskunstlauf sorgen für schöne Aufregung. Sollte alles andere, Tschaikowski zum Beispiel mit Todesspirale und dreifachem Achsel, vielleicht mal langweilig werden. Nach der Sendung Lob für Autor Josef Dubeck. Eine Betrachtung, die in Ansätzen schon des Öfteren mal versucht wurde, in dieser Breite jedoch bisher fehlte, so ein Fernsehkritiker. Erika Schichtel, damals Preisrichterin, erzählt heute, dass sie sich in dieser Rolle immer wohlgefühlt hat. 40 Jahre lang hat sie bei internationalen Wettkämpfen bewertet. Das seit 2004 eingeführte neue Wertungssystem findet Erika Schichtel zu technisch. Man kann doch Kunst nicht mathematisch bewerten, so ihre Kritik. Da geht doch die Schönheit und künstlerische Freiheit verloren. Erika Schichtel ist froh, dass sie heute nicht mehr hinter der Bande sitzt. Die mehrfache deutsche Meisterin Gerti Schandl ließ das Eis auch nach ihrer aktiven Zeit nicht los. Sie arbeitete noch 20 Jahre lang als Trainerin, ehe sie der Familie wegen ein bisschen kürzer trat. Eiskunstlauf ist ein schwieriger, aber ein toller Sport, meint sie heute. Vor allem Disziplin habe ich gelernt, immer weiterzumachen, nie aufzugeben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nach dem Roman von Johannes Mario Simmel. Er glaubt, sie zu lieben. Er glaubt, sie zu kennen. Und wenn ich sage, ich habe es für uns getan? Bis sie spurlos verschwindet. Glauben Sie, dass man das überleben kann? Iris Berben. Ich hab Angst.